Freue mich natürlich sehr auf diese Aufgabe hier beim HSV in Hamburg. Ist ja, wie Sie alle wissen, viel besser wissen als ich, ein großartiger Verein, auch mit einer tollen Mannschaft. Und wie ich gerade in den letzten Stunden feststellen durfte, mit sehr kompetenten, durchweg kompetenten Gesprächspartnern in den Verhandlungsgesprächen. Ich sage, dass diese Spieler, die hier im Kader sind, sehr wohl ausgewählt sind, worden sind für den Hamburger SV. Und das heißt ja auch, ausgewählt sind für einen guten Weg in der Bundesliga. Das heißt, diese Spieler haben ihre Stärken und diese wollen wir jetzt herauskitzeln, um diesen Schritt Bundesliga-Klassenerhalt zu schaffen. Eine Mannschaft, die so leidenschaftlich auf dem Platz steht, die hat es verdient, diese Klasse zu halten. Und das ist unser aller ganz, ganz großes Ziel, dass wir nicht nur diese Kampfbereitschaft, diesen Fight annehmen im Klassenerhalt, sondern auch noch die Qualität jedes Einzelnen in dieser Mannschaft einfließen lassen. Zunächst mal befassen wir uns ja jetzt aktuell, ich als Trainer sowieso nicht mit der zweiten Liga. Aber es wäre natürlich blauäugig, wenn man den Blick auf die Tabelle richtet, nicht an die zweite Liga zu denken. Sei es jetzt auf der Ebene des Vorstandes oder auf der sportlichen Ebene. Und deswegen haben wir uns auch natürlich darüber unterhalten. Und ich gehe davon aus, dass wir die Klasse halten. Wenn nicht, bin ich natürlich auch bereit für die zweite Liga. Bin jetzt erstmal auch dann privat untergekommen, werde natürlich schnellstmöglich auch eine Wohnung beziehen hier und in Hamburg bleiben. Ich habe ja gehört, dass Hamburg eine der schönsten, wenn nicht die schönste Stadt in Deutschland sein soll. Ich bin gespannt.